Aufzeichnung läuft und es geht los. Ja, bitte. Okay. Also ich freue mich, dass so viele online sind. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Mein Name ist Yvonne Kirchmauer. Ich vertrete heute die Stabsstelle für Chancengleichheit, Antidiskriminierung und Frauenförderung vom Land Salzburg. Wir sind eine von 6 Partnerinnen eben im Interreg-Projekt Frauen entscheiden. Das ist gemeinsam eben 3 Kärnten, Tirol, Salzburg eben. Südtirol, Udine und Friaul Julisch Venetien, also sprich Österreich, Italien. Ja, und im Zuge dieses Interreg-Projekts, was eben so die Schwerpunkte hat, Social-Media-Kompetenzen zu erweitern, zu erlernen, für die eigene Karriereplanung einzusetzen, gibt es eben auch als zweiten Schwerpunkt eine E-Plattform, wo sich, also das Projekt ist speziell für Frauen, wo eben Frauen sich präsentieren sollen, darstellen sollen, ihre Kompetenzen präsentieren sollen und so grenzüberschreitendes Know-how austauschen sollen können, genau, damit eben für die eigene Karriere ein bisschen Schwung gebracht wird. Ja, und eben aus diesem Projekt ist jetzt auch dieser Donne Online Corner entstanden. Das heißt, wir werden versuchen, oder wir haben vor, einmal im Monat mit einer Expertin einen kurzen Fachinput zum Thema Social Media und Karriereplanung, aber eben auch Expertinnen aus zum Beispiel aus der Gemeindepolitik oder aus Architektur oder wie auch immer oder aus der Verwaltung oder aus der Wirtschaft gewinnen zu können, damit hier eben so 20 Minuten Input passiert und dann soll eben auch fleißig diskutiert werden, gefragt werden, gechattet werden. Genau. Ja, und heute haben wir das Glück, die Frau Meral Akin-Hecke, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ja, begrüßen zu dürfen. Ich sage jetzt mal Meral einfach zu, ist eben Wirtschaftsinformatikerin und hat früher bei SAP gearbeitet und auch beim ORF und hat sich dann eben 2007 selbstständig gemacht und ist unter anderem auch die Gründerin von Digitalks, wo uns Meral dann auch ein bisschen näher drüber berichten wird. Ja, sie wird uns heute eben den Theorie-Input geben. Und bevor wir da jetzt starten, möchte ich auch kurz den Herrn Röttler noch vorstellen. Der Herr David Röttler ist für das Projekt zuständig, dass er unser Curriculum bei den Schulungen entwickelt und stellt uns heute eben auch diesen Online-Raum zur Verfügung und eben auch für die weiteren Donne Online-Corner. Und der David wird uns, beziehungsweise mich, heute in der Moderation unterstützen und auch technisch unterstützen. Ja, und bevor ich jetzt zu Meral weitergebe, möchte ich noch kurz den David bitten, zu erklären, wie das für euch alle technisch funktioniert. Und ja, dann glaube ich, können wir starten. Ich wünsche uns viel Spaß, gute Diskussionen und ja, freue mich, dass so viele da sind. Genau, ich freue mich auch, dass doch viele da sind. Und ja, was ich sagen wollte im Chat, es gibt hier erstmal 2 Chats, den einen Vorstellungsrunden-Chat, da können die jetzt gerade noch hinzugestoßenen vielleicht noch kurz was eingeben zu ihrer eigenen Person und dann gibt es den anderen Chat für das Allgemeine rechts daneben. Kamerarechte haben alle, also wer will, darf sich zeigen. Mikrofonrechte gibt es jetzt nur auf Anforderung und zwar kann man das tun bei dieser weißen Figur oben in der Mitte. Ja? Da kann man dann auch das Mikrofon erbitten, weil sonst wird es einfach zu laut, wenn dann viele Mikrofone eingeschaltet sind und es irgendwo Nebengeräusche. Ja, aber das Hauptinteraktionsmedium wird auf jeden Fall der Chat sein. Und ja, ich bin gespannt auf jetzt Impulspräsentation von Meral. Fragen dürfen jederzeit, Anmerkungen jederzeit einfach im Chat kommen. Ja? Gut, Meral, bitte. Die Präsentation wirst du einbetten? Die bekommst du, ja. Ja. Okay, dann habe ich meine Worte auch schon aufgeschrieben, die ich euch sagen möchte. Herzlich willkommen, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei der ersten Veranstaltung als Impulsgeberin dabei sein darf. Zu dem heutigen Thema, was Social Media für den Berufsalltag bedeutet. Ich habe die Präsentation sehr basic gehalten, also wirklich von Anfang. Und die jetzt sich als Web-Junkie bezeichnet haben, die werden sich vielleicht ein bisschen langweilen am Anfang, aber wir können vielleicht in der Diskussion dann auch spezielle Fragen beantworten. Ist das hoffentlich okay so?
Anfänger und halt wirklich für alle, die jetzt mit Social Media anfangen wollen, das zu gestalten. So, zu meiner Person, Digitalks Gründerin, das ist eine Plattform für Berufstätige, um Social Media und neue Medien, digitale Medien, mobile Medien näher zu bringen. Wir haben Informationsveranstaltungen seit 2007, die öffentlich sind, auch Workshops, die Kursteilnehmer mit ihren eigenen Laptops besuchen können. Und unser Ziel ist, Social Media eben österreichweit zu verbreitern und jeder zugänglich zu machen, die vielleicht im beruflichen Kontext nicht dafür jetzt Zeit hat oder nicht von den Arbeitgebern dafür auch motiviert wird, diese Aktivitäten zu tun. So, zu dem heutigen Thema habe ich zwei Schwerpunkte gesetzt. Was bedeutet Social Media für den Berufsalltag? So allgemein alle Social Media Plattformen mal durchzubesprechen und Beispiele zu zeigen und warum wir sie nutzen können. Und dann ein paar Tipps, wie können sich Frauen und Männer diese Werkzeuge aneignen und ja, praktische Anleitungen vielleicht, was am Anfang vor allem sehr hilfreich ist. So, dann würde ich gleich einmal mit so den Beispielen vorangehen. Also die Auswahl ist sehr groß, also was wir unter Social Media verstehen, was Sie sicherlich auch schon von Ihren Erfahrungen oder von den Medien kennen, also was fällt darunter, Blog, Microblog, Social Networks, Fotos, Videos, also die Plattformen, wo ich Fotos, Videos, Podcasts verwalte, Location-Based Services, dann Events, Event-Plattformen. Und dazu möchte ich jetzt gleich einmal mit Beispielen reingehen, also jetzt mal theoretisch nur als Screenshot. Wir können sie auch dann direkt im Internet uns anschauen. Ein paar Kernpunkte, was Social Media ausmacht, möchte ich Ihnen weitergeben. Also wenn wir sagen, okay, warum blogge ich? Ich versuche, soweit es geht, ein bestimmtes Thema aufzunehmen und über dieses Thema regelmäßig zu schreiben. Und so entsteht mein Blog und Digitalks Webseite ist als Blog. Man kann heutzutage jede Webseite als Blog implementieren und diese Tools sind auch gratis im Netz verfügbar. Bestimmte Kenntnisse, wie man jetzt das Design anpasst oder welche zusätzliche Funktionen man dazu noch sich wünscht, dafür braucht man natürlich auch Programmierkenntnisse oder Designkenntnisse, aber im Grunde mit den Standardwerkzeugen kann jede Frau oder jeder Mann sich eine Online-Präsenz in Form eines Blogs schaffen. Warum ein Blog? Ein Blog ist leicht zu bedienen, zum Beispiel ein WordPress, das ist eine Plattform, die auch allen zur Verfügung steht, die leichte Bedienoberfläche hat. So wie Sie eine E-Mail schreiben, schreiben Sie einen Text und klicken auf Speichern und Veröffentlichen und in dem Moment ist dieser Text auch online. Also die leichte Bedienung, der leichte Zugang, dass es auch gratis ist, also es gibt freie, kostenlose Versionen. Und bei einem Blog haben Sie den Vorteil, dass Sie immer neue Nachrichten schreiben können, dass Sie Ihre Webseite eigentlich eigenständig ändern. Ja? Also die Oberfläche ist dafür geeignet, dass Sie immer was Neues von sich geben. Und das... Okay. Wenn mich eine Frage betrifft, David, kannst du mich dann darauf aufmerksam machen, weil ich kann nicht lesen. Und, ja, mach. Ja, bitte. Ja, bei Blog ist auch wesentlich, dass alle Blogbeiträge einen eigenen Link haben. Das heißt, ich kann jeden Link als eigenständiger Link weiter verteilen und daraus resultiert auch die Funktionsweise von einem Blog, dass ich die Blogbeiträge als ein Feed abonnieren kann. Das heißt, wenn ich einen Blog lesen möchte, gehe ich nicht auf jede Blogseite und schaue, hat diese Person jetzt etwas Neues geschrieben oder nicht, sondern ein Blog, das ich abonnieren will, hat einen Feed und also diese
Die Linkliste oder die Artikel-Links, die kann ich abonnieren und die kommen zu mir, dass ich sie auch gesammelt lesen kann. Warum das wichtig ist, sehen wir in den nächsten Beispielen. Aber das so zu sagen, jetzt mal vorzustellen, also Blogs haben Feeds und ich kann sie abonnieren. So, mehr dazu sage ich im weiteren Kontext. Ich möchte gerne mal weitergehen auf die nächsten. Also wir haben jetzt uns entschieden, wir haben eine Online-Präsenz, zum Beispiel als Form, in Form von einem Blog. Und das ist meine Hauptseite, also wo ich Informationen veröffentliche und auch wo ich die Themen vorgeben kann, wo ich eben meine Expertise bekannt gebe und auch die Vernetzung mit anderen Bloggern oder mit anderen Webseiten vorantreibe. Dann, also in der zweiten Position, ich kann mich für einen Microblog entscheiden. Das heißt, es gibt Dinge, die ich vielleicht schnell mal schreiben möchte in 140 Zeichen, wenn es zum Beispiel Twitter ist. So als Nachrichtendienst, Nachrichtenmedium, so wie Schlagzeilen, es ist gerade was passiert oder es ist eine Veranstaltung, ich möchte euch einladen oder ich sehe etwas, einen Experten und ich fotografiere ihn und sage, ich habe mit ihm gerade geplaudert und er sagt zu diesem Thema das und jenes. Und ich will aber darüber jetzt nicht einen ganzen Blogbeitrag schreiben, weil der Blogbeitrag sollte vielleicht fundierter sein und sollte auch mehr Hintergrundinformationen haben. Und das nimmt mehr Zeit in Anspruch oder auch beschäftigt mich länger, dass ich auch mehr recherchiere. Und Twitter oder ähnliche Microblogging-Plattformen kann ich dafür nutzen, dass ich schnell Nachrichten losschicke. Und im Gegenzug natürlich auch von anderen sehr schnell Nachrichten erfahre und so mich am Laufenden halte. Das heißt also, ich warte nicht jetzt auf die Zeitung von morgen, ja, wenn dort etwas geschrieben ist, sondern ich erfahre Dinge, die gerade passieren. Ja, es ist eine Eröffnung oder es ist eine Eröffnungsrede und ich schaue gerade im Livestream zu und sage, hey, da ist ein Livestream, ihr könnt es auch zuschauen und das schicke ich über Twitter oder wie auch immer. Ja. Und so baue ich eben auch eine zweite Online-Identität auf einer Microblogging-Plattform. Und da ist natürlich auch wichtig, einige Punkte zu beachten. Das ist erstens, also auf meiner eigenen Webseite habe ich ja eine Impressumspflicht. Das heißt, ich muss irgendwo mich auch kennzeichnen, wem diese Seite gehört, von wem diese Seite betrieben ist. Bei einem Twitter-Profil zum Beispiel ist das nicht jetzt ein Muss, ja. Also ich muss mich nicht bekannt geben. Ich kann es auch anonym tun. Das machen auch einige. Das hat auch seine Gründe. Die kann man dann auch nicht weiterverfolgen. Ja, sie haben nur diesen Account, den ich so als Twitter-Account kenne, wo ein kryptischer Name und irgendein Profilfoto ist, wo aber kein Rückschluss auf diese Person, die dahinter steht, zu sehen ist. Ja. Ob ich dieser Quelle trauen kann oder nicht, hängt damit zusammen, ob ich die Person von einer anderen Seite kenne oder von anderen vorgestellt bekomme, okay, das ist eine vertrauenswürdige Quelle. So, ich muss mich erstens einmal entscheiden, wie möchte ich twittern, wie möchte ich auftreten, möchte ich mein Profil auch mit den weiteren Profilen von mir in Verbindung bringen. Zum Beispiel bei Digitalks ist es natürlich wichtig, ich möchte, dass sie zusammen gehören. Ja, auf der Webseite gebe ich auch bekannt, das ist mein Twitter-Account, ja, Digitalks folgt dem Twitter-Account von Digitalks, so habt ihr die schnellen Nachrichten, kurzen Nachrichten und dazu gehört ein Profilfoto, ja, das ist so etwas, was zu ihrem Profil passt, also ich habe meistens so etwas, wo man Digitalks ein bisschen sieht, aber vielleicht nicht nur das Logo. Und der Name muss eindeutig sein. Das ist dann auch wichtig, immer wenn eine neue Plattform entsteht, dass Sie wissen, okay, wenn Ihnen das wichtig ist, dass dort Ihr Name reserviert ist, gleich mal einen Account anlegen. Ja, also diese Name Grabbing. Ja, auch wenn ich die Plattform gar nicht nutzen werde, möchte ich, dass Digitalks mir gehört, zum Beispiel. Ja, ich bin aber nie so schnell und meistens ist es ewig, aber bei Twitter war ich anscheinend einer der schnelleren. Und wichtig ist, dass Sie auch eine Beschreibung zu diesem Profil einfügen, weil das sind diese Kurztexte, die auch gezeigt werden, wenn etwas gesucht wurde und Ihr Profil wird angezeigt, dann können die Menschen verstehen, okay, worum geht es bei diesem Account? Es geht um Social Media, es geht um Social Media in Österreich und
und so weiter. Und wenn Sie auch eine weitere Webseite haben, diese Webseite als Link auch hier einfügen, weil das ist auch die also vertrauensschaffende Maßnahme, dass Sie sagen, okay, ich bin das, das diese Veranstaltung macht, und das ist sozusagen diese Verified, ja, also ich garantiere, das ist die offizielle Twitter-Seite von Digitalks zum Beispiel. Ja, also in Twitter gehe ich jetzt nicht ins Detail rein, wie es funktioniert. Wenn Sie möchten, können wir vielleicht im Anschluss noch kurz anschauen. Aber so als Nachrichtendienst in kurz 140 Zeichen schnell sich auszutauschen und von anderen zu lernen und das auch weiterzugeben. Ja, also das funktioniert natürlich auch wie ein Schneeballeffekt, wenn etwas losgetreten wird, dass mehrere das Gleiche twittern, dann gibt es eben Trends. Ja, heute wird über U-Ausschuss gesprochen zum Beispiel. Ja, dann gibt es dazu einfach mehr oder ESC war gestern, dann ist das auch mit diesem Hashtag. Hashtag ist diese Raute-Taste auf Telefon, dazu dann die Buchstaben ESC, kann ich vielleicht hier noch eingeben, dann seht ihr das. Und danach kann man auf Twitter zum Beispiel suchen, was wurde über ESC gestern gesprochen. So, aber wir müssen weitermachen, weil die Zeit hast du, David, im Blick? Ja, ja, weil, schon okay. Ja, okay. Also 10 Minuten kannst du schon noch. Ja, also die Social Networks sind unterschiedliche Plattformen. Es hängt sehr stark davon ab, was Ihr Ziel ist, in welche Plattform Sie aktiv reingehen. Also es gibt Xing, LinkedIn, Facebook, Google+. Mittlerweile es gibt auch spezialisiertere Plattformen, die für eine bestimmte Berufsbranche wichtig sind. Wo ich selber eigentlich nicht mehr einen Einblick habe, weil ich jetzt nicht alle Plattformen auch so direkt kenne, aber ich weiß für Ärzte zum Beispiel oder was auch immer, für die Künstler oder für irgendjemand hat unlängst für Acrylmalenden ein Social Network gesucht und hat auch eins gefunden. Ja, also man muss sich auch damit beschäftigen, okay, wo möchte ich drauf sein? Ja, also ist Xing etwas, wo ich selber mich präsentieren möchte, wo ich auch die Ansprechpartner finde, mit denen ich auch wirklich mich geschäftlich verbinden möchte. Und da haben Sie auch die Möglichkeit, ein öffentliches Profil zu haben, also wo Sie das wie eine eigene Webseite betreiben können und sagen, okay, dort ist mein öffentliches Profil und wer mich sucht, findet dort alle Daten, was ich gemacht habe, wo ich früher war und auch vielleicht Referenzen von ehemaligen Arbeitgebern oder Kunden, die dann über mich schreiben, ja, die kann das und jenes und die war so und so und ja, also meistens auch gute Sachen natürlich, die schreibe ich auf die Seite und dass das dann auch gefunden wird und dieses öffentliche Profil kann auch von allen verlinkt werden. Ja, das dient auch dazu. Ich habe ein öffentliches CV sozusagen und kann sagen, wenn Sie mich irgendwo verlinken wollen, wenn ich als Sprecherin irgendwo eingeladen bin, können Sie diesen Link nutzen Und ja, zu Xing ist eher im deutschsprachigen Raum beliebt, hat sich international jetzt nicht sehr weit durchgesetzt. LinkedIn kann man sagen, international eher wichtiger, also englischsprachig und dann auch also wirklich über alle Ländergrenzen. Google+, kann man mögen oder nicht, also ich gehe jetzt nicht alle durch. Facebook kann man auch privat und beruflich nutzen, also ich nutze das mit einem Profil für beide Funktionen. Ich trenne schon die Nachrichten, die ich an die Familie schicke und an die Öffentlichkeit, aber ich habe ein öffentliches Profil und nutze das auch für Digitalks-Ziele. Danke für CV. Das ist wichtig finden und gefunden werden. Das heißt also überall, wo Sie auftreten möchten, auch mit dem Profil gefunden werden wollen, die richtigen Schlagworte dazu schreiben. Also wofür möchte ich gefunden werden? Ich bin Grafikerin und ich kann das gut und bestimmte Programme kann ich oder was weiß ich. Also das soll dann auch in Ihrem Profil dabei stehen. So, ich drücke mal in die falsche. Zu Facebook.
Eine Facebook-Fanseite zusätzlich zu Ihrer Hauptwebseite können Sie auch anlegen. Also Facebook wird zwar gesagt, okay, alle gehen schon wieder weg von Facebook, aber es sind noch immer genug da. Also es ist je nachdem, ob Sie jetzt damit einsteigen, ob das Ihnen auch ausreicht, wie jetzt der jetzige Zustand ist und ob die Community für Sie auch relevant ist, also von der Branche her, in der Sie tätig sind und wie Sie diese finden. Also es sind natürlich die gleichen Effekte, wie Sie zu einer Community kommen. Sie müssen alle Ihre Aktivitäten vernetzen und alles, was Sie auch auf anderen Kanälen machen, dort hineinschreiben, wo Sie auch öffentlich Menschen anschreiben, zum Beispiel in Ihre E-Mail-Signatur, zum Beispiel auf Ihre Visitenkarte, zum Beispiel auf Ihre Newsletter, zum Beispiel auf Ihre Drucksorten, auf ein Poster, Plakat, was auch immer. Ja? Also wenn Sie eine Facebook-Fernseite haben, die muss ja auch irgendwie die Menschen erreichen. Die Menschen kommen auf Facebook nicht jetzt sehr zufällig auf neue Sachen. Das wird Ihnen empfohlen von Freunden. Sie werden eingeladen oder Sie sehen eben irgendwo anders einen Link und klicken drauf und kommen auf Facebook und dann werden Sie Fan. Ja. So, warum mache ich das? Weil das eine leichte Möglichkeit ist, auch Menschen mit Digitalks in Verbindung zu bringen, die vielleicht unser Blog nicht kennen oder die Veranstaltung nicht kennen, aber über diese viralen Effekte oder über diese Freundschaftseinladungen dann zu Events kommen oder von einem Video von uns hören und den sich anschauen. Ja? Also einfach zusätzlicher Kanal, um über Digitalks Events zu benachrichtigen und Diskussionen anzuregen, ja, Fragen stellen und beantworten. Das ist in Social Media eines der wichtigsten also Grundfunktionen oder Grundideen. Dafür vernetzt man sich. Ja? Also man schaut, okay, wo frage ich am besten zu einem Thema, wo erfahre ich dann die besten Antworten. Und da gibt es dann auch natürlich auf Facebook die Gruppen, die spezialisiert sind auf ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel es gibt eine Social Media Friends Austria Gruppe, ist ziemlich groß, mittlerweile sicher über 1000, ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht geschaut, die letzte Zahl, Anhänger. Und die beantworten auch sehr schnell technische Fragen oder wenn irgendwas ist oder wenn jemand irgendwo ansteht und nicht weiter weiß und oder Erfahrungsaustausch. Ich habe gerade zum Beispiel irgendein Social Media Monitoring Tool und wer hat das getestet, taugt das was, soll ich mich da reinhängen und solche Sachen. So, meine 10 Minuten sind gleich um und ich bin noch nicht einmal. So, was wollte ich noch? Ja, also jetzt habe ich noch ein paar Beispiele für alles, was Sie noch zusätzlich haben. Eignen sich auch Social Media Plattformen, zum Beispiel Foto Sharing, Video Sharing, also da gibt es dann Slideshare zum Beispiel, wenn Sie Präsentationen haben, die Sie öffentlich stellen können. Natürlich alle Präsentationen möchte man vielleicht nicht öffentlich machen. Da mache ich auch dann eine zweite Version und sage, okay, 10 Slides kann ich öffentlich machen und 5 Slides sind eher kundenspezifisch, die sollen jetzt nicht die Öffentlichkeit erreichen und stelle ich sie auf Slideshare. Warum man die auch auf unterschiedlichen Plattformen hochladet, ist, dass die Community dann dort auch zu bestimmten Themen sucht. Ja? Also wenn ich zum Beispiel Social Media Monitoring einen Vortrag habe und das nur auf Digitalks habe, dann finden das weniger Menschen. Aber wenn es auf Slideshare ist und dort suchen Menschen Social Media Monitoring und kommen auf meine Präsentation, die vielleicht Digitalks gar nicht kennen, aber so lernen Sie kennen und dann schauen Sie auch meine Präsentation. Und weitere Funktion ist, dass Sie das archivieren. Ja? Das ist einfach online. Sie können das immer wieder anderen Menschen auch weiter schicken, diesen Link. Und dass Sie es auch ja, für sich als Backup haben, ja? Wenn Sie es irgendwann mal brauchen. Man kann sie auch downloaden. Und Sie zeigen dann auch Ihre Expertise und auch Ihr Wissen. Ja? Ich habe in den letzten 4 Jahren eben das gemacht. Ja, da kann man dann auch genau schauen, was diese Person ist und kann. Und ja, Videos, wie gesagt, wenn man Events hat oder selbst Interviews mit anderen machen kann und die schnell mal hochladen kann, auch mit wenig Aufwand. Ja, man muss nicht alles sehr schön picobello schneiden und so. Natürlich, die Professionellen sind halt schöner anzuschauen, aber vielleicht kann man in 5 Minuten auch sehr schnell ein Statement holen und das online stellen. Also wie begabt man ist, das nutzt man dann auch und das wird dann auch ich mache
Live-Aufzeichnungen, also von Konferenzen, und die stelle ich auch online. Ja, die sind weder bearbeitet noch irgendwas, und mit einem Smartphone geht das mittlerweile von der Reihe, wo ich sitze, nehme ich einfach, ich zeige nur die Kamera so in die Höhe und nehme auf, und der Ton ist super. Und das ist zum Beispiel, wenn Livestream gerade nicht gibt, für die 5 Minuten einer Präsentation, ja, eines Produktes auch sehr interessant. So, meine zweite These war, nicht stehen bleiben, weitermachen. Dadurch habe ich auch Digitalks gegründet, weil 2007, wie ich damit angefangen habe, da gab es erst einmal Blogs und Podcasts. Facebook und Twitter gab es noch nicht, Wikipedia gab es und YouTube, glaube ich, auch muss es gegeben haben. Und das fand ich, ja, es ist erstens, es war so viel da, aber es hat sich in Österreich so langsam alles entwickelt, und das fand ich auch damit zusammenhängend, dass diese Tools doch technisch sind. Ja, also auch man muss trotzdem sich mal hinsetzen und vielleicht von jemandem erklären lassen, okay, wie funktioniert ein Blog, was brauche ich dafür alles, wie setze ich das technisch auf, wie bediene ich das im Alltag und so weiter. Und das ist eben wichtig, dass man sich da auch nicht den Mut nehmen lässt und einfach weitermacht und auch die, ja, die paar Kollegen nervt, die es besser können. Ja, also so muss man sich auch die Wege zurechtlegen, entweder sich selbst wirklich so weit hineinarbeiten und sagen, okay, ich mache alles selber, oder manches muss ich dann auslagern, zum Beispiel also Design und neue Funktionen, die programmiere ich nicht selber, also dafür brauche ich auch dann Freunde und also Auftragnehmer. Aber vieles habe ich auch selber gelernt, ja. So, hier habe ich eine Liste jetzt, was ich eh schon auch erzählt habe, Werkzeuge, die das Social Media Leben erleichtern. Ja, also wenn Sie jetzt anfangen wollen oder irgendwie Social Media Tools verwenden wollen, die Fülle ist vielleicht beim ersten Schritt zu viel. Ja, man muss auch kleine Schritte machen und sagen, okay, ein öffentliches Profil, ja, wo will ich gefunden werden? Was wird auf meine Visitenkarte kommen? Werde ich sagen, du kannst mich auf Xing kontaktieren oder du kannst mich auf Facebook kontaktieren oder ich bin auf Twitter, ja? Und ein öffentlicher Link zur Biografie, ja, das kann zum Beispiel auf Ihrer eigenen Webseite sein mit einer About-Seite, ja, da ist eben mehr über mich. Ein Foto, wo alle dieses Foto verwenden dürfen. Ein Logo, wenn es ein Verein, ein Geschäft, ein Unternehmen ist, das alles online zu haben. Ja? Das erleichtert alles, weil Sie müssen das nicht ständig hin und her schicken. Sie sagen einfach, schau auf Digitalks unter Downloads. Ja? Dann ein Gravatar, was ist das? Das kann ich Ihnen auch gleich hier zeigen, glaube ich. Das ist jetzt die Webseite von, seht ihr das? Den Bildschirm sehen wir nicht, den müsstest du extra freigeben. Wo gebe ich den jetzt nochmal frei? Jetzt meinen Bildschirm freigeben. Okay. Und dann ganzer Bildschirm, Vollbild. So, genau. Das ist jetzt Digitalks Webseite als Blog. Und Moment, noch ist sie nicht da. Zum Beispiel hier jetzt der letzte Beitrag von gestern. Ja, unsere Seite ist ein bisschen langsam. Das ist auch wichtig, welche technischen Gegebenheiten Sie haben. Und das habe ich gestern geschrieben, und das ist der Artikel links, und da unten erscheinen die Kommentare. Und ein Gravatar ist das, dass Sie, wenn Sie woanders jetzt kommentieren, dass Ihr Bild auch mitgeschickt wird. Das heißt, dass Sie müssen nicht jedes Mal Ihren Namen und E-Mail-Adresse und was weiß ich eingeben, sondern Sie haben ein Profil bei diesem Dienst, Gravatar. Und wenn Sie diese E-Mail-Adresse eingeben, dann erscheint automatisch Ihr Haupt-Weblink und Ihr Foto. Und somit wissen Sie auch, wo Sie überall kommentiert haben. Und die Menschen wissen auch, wer das war, ja, kann verfolgen. So, kann ich wieder zurück? Freigabe beenden. Und David, machst du die Präsentation? Ja. Okay, also das sind jetzt schon ein bisschen Details, aber es ist auch gut zu wissen, dass es sowas gibt, ja. Also man macht nicht jetzt alles gleich von Anfang an, aber wenn Sie das sehen zum Beispiel und denken, ha, was ist das, wie mache ich das, dann wissen Sie, das war zum Beispiel ein Gravatar.
dann Feeds zu lesen, zu abonnieren, dass Sie eben von verschiedenen Blogs auch benachrichtigt werden, wenn es Neues gibt. Dafür brauchen Sie einen Feedreader. Dafür gibt es auch einen ganzen Artikel bei uns und auch eine ganze Veranstaltungsreihe, die wir gemacht haben. Sind sehr praktisch, weil Sie dadurch auch gesammelt neueste Artikel sehen und einfach drüber schauen, ah, was ist wichtig, dort hineinklicken, das lesen und dann weitergehen. Ja? Da gehe ich jetzt nicht tiefer rein. Online-Speicherplatz. Das ist wesentlich, wenn Sie große Dateien hin und her schicken müssen, wenn es auf PDF oder Folien oder Videos oder Bilder, wie auch immer. Manchmal haben E-Mail-Systeme eben diese Restriktion, dass sie die nicht überschreiten dürfen und derjenige, an den sie das schicken, erreicht das nicht. Und deswegen haben sie einen Speicherplatz online zum Beispiel und laden das dort hoch und schicken nur den Link und die Person kann das dort runterladen. Also das sind einfach Dinge, die jetzt heutzutage ja, gang und gäbe sind. Es ist natürlich, welcher Dienst und was sind die Restriktionen und was weiß ich, ja, also vor allem, wenn es jetzt firmeninterne Sachen sind, wo darf ich die hosten, ja, darf ich sie jetzt auf Dropbox haben oder nicht, das muss natürlich vorher geregelt sein. Ich meine, für Digitalks entscheide ich einfach, weil der Verein, das sind eh drei Leute, ja, die beschließen das ganz einfach, aber wenn es eine 5000 Mitarbeiter Unternehmen ist, dann, ja, dann schaut die Sache vielleicht anders aus. Ja, das, deswegen, also ich empfehle, aber natürlich mit Restriktionen, die auch jeder für sich entscheiden muss. So. Ja, und noch wichtigere Werkzeuge sind zum Beispiel Skype oder Google Hangout, also wenn Sie Google Plus verwenden, also solche Sachen sich anzueignen und zu wissen, okay, wie hole ich eine, wie mache ich einen Gruppenchat, wie mache ich das, wie mache ich jenes, dass man sich das auch schon einfach vorher mal anschaut und vielleicht ergibt sich ein Fall, wo Sie sagen, hey, ich brauche das auch und ich kann das, ja. Also Sie müssen dann nicht an dem Meeting sagen, hey, ich kenne das gar nicht, zeig mir das, ja. Also sich einfach mit Dingen auch vorher schon beschäftigen, einfach mal vielleicht einen Freund finden, eine Freundin finden, die irgendwo sitzt und mit der mal chatten oder reden. Aber das kennen Sie eh schon alle, nachdem Sie heute eh da sind. Und ja, Social Media ist eine einzige Informationsflutwelle, das ist eh schon mein letzter Punkt, weil das immer wieder gesagt wird, okay, Meral, wie machst du das? Wie kannst du so viel lesen und schreiben und das und jenes? Ja, ich sage, ich mache das, weil das mein Job ist. Ja? Also ich mache auch nur so viel, wie es für meinen Job relevant ist. Aber das wie viel, das entscheidet jeder für sich. Ja? Also andere machen eben andere Jobs, da haben sie dann einen größeren Teil eine andere Tätigkeit und ich habe vielleicht mehr Online-Tätigkeit. Der Flutwelle entkommen, selbst bestimmen, was wichtig ist. Das ist sehr wesentlich in dem, in allem, was Sie jetzt auf Social Media abonnieren oder wo Sie Likes hineingeben, wo Sie Menschen zuhören, was Sie für sich wirklich wichtig finden. Ja? Also Sie können sich schon sehr viel in Themen vertiefen oder ja, verlaufen. Dass man sagt, ha, da ist ja so viel, was mich nicht interessiert. Ja, dann müssen Sie schaffen, das auch abzudrehen. Ja? Auch wenn Sie mit Menschen in Kontakt sind, Sie müssen nicht alles lesen. Also auf Twitter folge ich 1500 Menschen, glaube ich. Ja, natürlich lese ich nicht alle Tweets. Ja? Das geht einfach nicht, einfach menschlich nicht. Aber Sie haben einen Überblick und Sie wissen, okay, diese sind wichtig und da kann ich ja immer wieder auch nachschauen. Also dass man sich auch Sachen ausmacht, okay, wann schaue ich welche Informationen, wann lese ich Blogs, wann lese ich Facebook, wann lese ich Twitter. Und und wenn Facebook irgendwie zu nervig ist, kann man auch ruhig den Account stilllegen. Ja? Also das ist, ich meine, für nichts gibt es irgendwie eine, einen Zwang. Also man muss sich auch von den, wenn man mal was angefangen hat, kann man das auch dann wieder ändern. Ja. Also das ist auch wichtig bei Social Media, denke ich, dass man die Dinge, die man einmal zugesagt hat, auch wieder abdreht und sagt, naja, mein Like gebe ich wieder weg, weil das geht einfach nicht mit dieser Frequenz, wie Sie dort posten. Und ich schaue lieber auf die Seite und lese dann nur einen Bericht. Da bin ich auch informiert, aber das ist ständig in mein
Inbox flattert, das geht nicht. Zum Beispiel die Push-Nachrichten, ja, dass sie von überall benachrichtigt werden, auf ihrem Handy-Display erscheinen dann, sie haben eine Nachricht, sie haben eine, sowas brauche ich nicht. Ja. Also ich habe nichts, ich gehe überall hinein, auf Twitter hinein, auf Facebook hinein, auf Xing hinein und sehe das nur dann, wenn ich sie auch sehen möchte. So, das war das. Dann habe ich doch noch eine letzte, das ist das neue Verständnis der offenen Kommunikation, der immer online Seins und der schnellen Reaktionszeiten. Also was sich durch Social Media ändert, ist, dass vieles eben jetzt öffentlich besprochen wird und auch gezeigt wird. Ja? Also wenn ich zum Beispiel die Location-Based Services hernehme und sage, okay, irgendein Kollege checkt ein, irgendwo. Und dann weiß ich, okay, und sagt, ich bin mit dem. Aha, okay, ich weiß. Okay, Sie besprechen etwas. Ja, das gibt automatisch eine Nachricht oder es suggeriert etwas. Und es kann gut sein, es kann schlecht sein, etwas, es kann auch Sie vielleicht aufregen oder irgendwie neugierig machen, ah, okay, was besprechen die dort, ja? Also es sind Dinge, die Sie dann selber auch beachten sollen, wenn Sie solche Sachen nutzen, was Sie offenlegen oder auch über Themen, wenn Sie bei Kunden waren zum Beispiel und dann nach dem Kundengespräch irgendwas auf Twitter schreiben, ja, der Kunde liest ja auch mit und das ist eben das, die offene Kommunikation, es ist zwar alles offen, aber wir müssen dann auch lernen, dass für uns zu bestimmen, okay, wie geht es mir gut, wenn ich das schreibe und was will ich von den anderen? Ja, wenn andere zum Beispiel meine Fotos taggen, die ich nicht getaggt haben möchte, dann habe ich auch eine Möglichkeit, sie einfach dran zu erinnern, das nicht zu tun oder das bestimmte Dinge wieder wegzunehmen. Also, dass man sich wirklich aktiv auch damit beschäftigt. Das ist natürlich dann auch wichtig, ja, man muss die Tools auch kennen. Und ja, das immer online sein und die schnellen Reaktionszeiten, das ist jetzt auch eine relative Sache. Ja? Also ich bin mittlerweile sehr schnell geworden. Ich muss gleich Reaktion zeigen, weil ich erwarte das auch. Wenn jemand eine E-Mail bekommt und 3 Tage sich gar nicht meldet, dann denke ich, aha, was ist passiert? Ja, entweder auf Urlaub, krank oder was auch immer und ja. Dann frage ich auch nochmal nach und dann sagen sie, ja, ich habe es eh erhalten. Ja, erhalten, schön, aber dann sagen sie auch etwas, ja, weil wenn vor allem eine Frage drinnen steht, wo die Antwort erwartet wird. Und das ist eben mit der Social-Media-Nutzung kommt das auch so Hand in Hand, dass sie einfach auch schnellere Antworten erwarten und das auch von allen Seiten. Ja. Und das kann natürlich nicht immer jetzt jeder in der Sekunde machen, also da müssen sie dann auch erstens selbst sich ein, ja, für sich selbst auch sagen, okay, wie schnell muss ich reagieren bei Dingen und wie schnell erwarte ich auch Antworten. Aber wenn ich etwas schneller erwarte, dann muss ich das auch, dass das dringend ist, den anderen bekannt machen. Und das mit dem Online-Sein, ja, also ich kann immer abdrehen, also ich bin nicht gefangen, ich kann auch 2, 3 Wochen offline sein, also oder vielleicht sogar mehr. Das muss jede auch selbst finden. Also ich glaube, die Technologie ist dafür da, dass sie uns dient und nicht wir ihr und abhängig sollten wir uns nicht machen. Und ja, Nachrichten können mich auch so erreichen, irgendwie anders. Ja. Mehrere. So, das musste ich ist dann von mir. Ein bisschen unterbrechen. Ich sage mal vielen Dank für deinen Input. Das ist schon das Ende. Vielen Dank für deinen Input. Jetzt sehe ich gerade, dass sich Yvonne nicht mehr bewegt. Sonst doch, ich, jetzt... ich sehe sie. Ah, okay. Da liegt sie. Man kann mich hören auch gut noch. Ich glaube, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort, wo du gesagt hast, dass die Technik nicht, also wir dürfen Sklaven unserer Technik werden. Ja, jedenfalls danke für deinen Input. Jetzt habe ich an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch die Frage, ob Fragen sind, ob sie mit, ja, ob noch irgendwas geklärt werden soll, bitte dann jetzt stellen. Fragen können per Chat gestellt werden oder wer ein Mikro hat, kann das natürlich auch gern über Mikro machen. Genau, es gibt jetzt Mikrofonrechte.
Also der Daniel schreibt jetzt zum Beispiel, ich habe in meiner Arbeit Angst, dass ich etwas versäume, wenn mich jemand via Facebook kontaktiert. Was kann ich machen? Okay, verstehe ich das richtig, dass ich etwas versäume? Also, dass ich auf Facebook etwas versäume, oder? Ich glaube, er meint auch, wenn er direkt angesprochen wird. Ach so, ist es schlimm, wenn ich nicht heute erst antworte? Oh ja, klar. Also die Frage kann ich von mir aus gesehen sehr leicht beantworten. Bei mir warten die Menschen ewig, bis sie irgendwelche Antworten auf Kontaktanfragen bekommen. Nein, Spaß beiseite. Aber ja, also der Zeitpunkt, vor allem um Kontaktanfragen, das ist ja nicht eine dringende Sache, weil wenn es dringend ist, dann wird die Person dich ja über andere Wege erreichen wollen, ja, per E-Mail, per Twitter-Nachricht oder per Facebook-Nachricht, also wenn man die Facebook-Nachricht zum Beispiel öffentlich macht und sagt, jeder kann mich anschreiben, weil das mache ich und ich finde, es ist auch relevant, ich kann mit allen sprechen, aber ich muss nicht mit allen befreundet sein dafür, ja. Also diesen Rückschluss, dass ich mit allen, die ich mal kennengelernt habe, auch Freundschaft oder Kontaktpflege haben muss, das muss nicht sein. So, eine Frage. Angelika Güttel hätte sich gemeldet mit richtiger Wortmeldung. Angelika, ja. Bitte. Hallo Meral. Ich sehe sie nicht, wo ist sie? Ha. Sie ist zu hören. Genau, ich bin nur zu hören. Ich habe das Video nicht eingeschaltet. Ich denke, es gibt schon so viele junge Damen hier. Meine Frage war, du hast gesagt, auf der einen Seite, du wartest ungern und du möchtest möglichst schnell Antworten haben auf deine E-Mail, auf deine Aktionen. Auf der anderen Seite sagst du, ja, ich kann aber dann schon 2, 3, 4 Wochen auch offline sein. Das ist ein Thema, das mich auch immer wieder beschäftigt. Wie viel muss man online sein und wann kann man sich auch zurückziehen? Kann man sich am Wochenende zurückziehen und sagen, nein, Freitagabend bis Sonntagabend bin ich privat und wenn ich melde mich dann montags wieder. Wie siehst du das? Ja, also wichtig ist, dass es den anderen auch bekannt gegeben ist. Ja? Also wenn das sozusagen deine Arbeitsweise ist, dass du sagst, du bist 5 Tage von 8 bis 18 Uhr erreichbar und da bist du dann auch erreichbar und danach nicht mehr und am Wochenende auch nicht. Oder wenn ich sage, 4 Wochen bin ich nicht in Wien, und ich bin nicht erreichbar, dann gibt es keine dringenden Sachen. Ja? Also dann gibt es für dringende Fälle natürlich die Notfalltelefonnummer oder so. Aber meine Projekte sind auch nicht so, dass irgendwas brennt, wenn ich nicht da bin. Also, und das hängt eben auch mit mit den Arbeitsinhalten zu tun natürlich. Also wenn ich jetzt eine Konferenz vorbereite und vor der Konferenz 4 Wochen weg bin, das geht natürlich nicht, ja. Also weil da muss ich erreichbar sein. Da kann ich 3 Tage, 4 Tage weg sein und das weiß dann mein Organisator und in der Zeit bin ich einfach nicht erreichbar. Aber wichtig ist, dass es irgendwo auch steht oder für alle, die meine engsten Ansprechpartner sind, dass ich mich bei denen dann abmelde und sage, oder das ist, hallo Angelika, dass ich einfach informell auch das bekannt gebe, dass meine Arbeitsweise so ist und dass auf die Kontaktanfragen zum Beispiel nicht schnell reagieren müssen, das ist keine dringliche Anfrage, ja. Also ich verstehe das nicht als dringlich. Wenn es dringlich ist, das heißt, ich muss etwas, also von mir wird etwas verlangt, zum Beispiel eine Zusage für einen Vortragstermin oder eine schnelle Antwort für irgendwas, was sonst niemand beantworten kann, zum Beispiel in einem Gruppenforum oder so, dann würde ich das auch schnell erledigen. Auch wenn es heißt, ich kann jetzt nicht, ich kann erst am Freitag zum Beispiel. Ja? Also wenn ich jetzt am Mittwoch eine Anfrage bekomme. Also diese gleiche Reaktion, dass ich es bekommen habe und dass es in Bearbeitung ist, das ist für mich wesentlich. Also das ist auch das, was Social Media ausmacht. Es ist nicht etwas, was ich aufhebe, sondern es ist etwas, wo ich immer wieder was dazu sage. Ja? Ich habe geschaut, ich habe das gefunden, aber ich bin noch nicht am Ende. Das sage ich dir jetzt, aber ich suche noch weiter. Ja? Also immer wieder ein Lebenszeichen geben. Deswegen ist Twitter ja auch das
was eben passiert, während die Dinge auch passieren. Also wir erfahren das nicht erst am nächsten Tag, sondern wir leben mit den Dingen, die gerade auch draußen laufen. Dankeschön. So, die Frage von Heidi muss ich jetzt nehmen, aber ich muss da dich eigentlich enttäuschen, weil wo ist jetzt die Frage, die ist jetzt weg. Wie ist dein Zugang? Meine Einstellung zur derzeitigen Facebook-Klage bezüglich Datenspeicherung. Die Facebook-Klage in welchem Land? Das, Heidi? Ich nehme mal an, sie meint den Wiener Studenten. Den Wiener Studenten, okay. Mhm. Heidi schreibt gerade, dass die aktuelle Diskussion in Salzburg um... Ja. Genau. Okay, also ich muss zugeben, ich kenne jetzt nicht alle Details und ich sehe das zum Teil schon so, dass wir natürlich als Konsument dieser Plattformen auch uns genauer anschauen müssen, was wir da preisgeben und was dann mit diesen Daten gemacht wird. Und ob ich jetzt dem einen oder dem anderen recht gebe, dafür müsste ich noch genauer das Ganze auch mir überlegen, ja. Aber wichtig ist, dass erstens die AGBs zu lesen und dass dieses Unternehmen nicht gegen die AGBs handelt. Und wenn es so ist, dass wir als Konsumenten das Recht auch einfordern, das zurückzuhaben, was eigentlich unsere Vertragsbestimmungen waren. Ja, und andere Fragen beruflicher Hinsicht oder ich weiß nicht, Vorschläge? Bist du noch auf dieser Plattform? Nein, bin ich nicht oder so. Es kommen ja jeden Tag neue Sachen. Ich hätte noch kurz eine Frage an dich. Unser Projekt geht ja darum, dass man Frauen in Führungspositionen unterstützen soll, beziehungsweise Frauen, die am Weg dorthin sind, unterstützen möchte, eben mit Social Media Tools. Was würdest du uns dazu einen Tipp geben für das Projekt, wie wir das am besten bewerkstelligen? Weil ich habe jetzt schon mitbekommen, dass unsere Projektpartnerinnen zum Beispiel auch selber ein bisschen Angst vor Facebook und so weiter haben. Eben Daten werden freigegeben, Daten schwirren dann herum, jeder kann es einsehen. Wie kann man das am besten vermitteln, beibringen, dass da eben diese Angst nicht mehr besteht und dass man das wirklich auch für die Karriere benutzen kann? Ja, das ist erstens auch gleich die Frage, ob Facebook die richtige Plattform ist für diese Branche, also die sich vernetzen möchte. Also da kann man das genauer anschauen und dann vielleicht auch die Funktionalitäten dieser Plattformen genauer unter die Lupe nehmen und schauen, okay, was ist ein Muss, ja, was muss ich pflegen, damit ich überhaupt dort einen Account anlegen kann. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich meine Freiwilligkeit. Und was kann ich öffentlich sagen, die dann eh öffentlich ist, ja? Also deswegen vielleicht die Frage andersrum zu stellen, zu welchem Zweck soll ich Facebook nutzen? Was bringt es mir? Und da dann entscheiden, okay, was, weil wenn es für meine Karriere förderlich sein soll, das sollte dann etwas sein, was ich auch öffentlich tun kann, ja, oder nur den Teil, den ich öffentlich mache, verlagere ich in Facebook oder auf Twitter. Und alles andere wird dann privat geregelt, entweder durch E-Mail, ja, da muss ich ja auch für die Sicherheit sorgen, dass diese E-Mails nicht in die Öffentlichkeit kommen, oder für in privaten Gesprächen, also Telefon oder Termine und Treffen. Und also Facebook zwingt mich hier nicht zu mehr preiszugeben, da muss ich nur bei bestimmten Dingen eben achten, dass andere mich nicht taggen. Also da, ich muss die Einstellungen richtig studieren und die für mich so restriktiv einbauen, dass eigentlich das, mit meinem Profil nicht Dinge passieren, die ich nicht haben möchte. Aber online kann immer etwas sein. Ja, jemand kann mich irgendwo fotografieren und mein Foto online stellen, ob ich auf Facebook bin oder nicht, ist da eigentlich dann irrelevant. Ja. Also ob jemand dann böswillig Sachen macht, hängt nicht davon ab, ob derjenige auf Facebook war oder nicht. Also auf Facebook kann nur leicht etwas passieren, wenn eben die Einstellungen vielleicht zu offen sind, ja, wo ich allen Rechte gebe, über meine Person zu schreiben und zu sprechen oder zu taggen. Das kann man. Okay.
Darf ich kurz fragen, Meral, wie siehst du das, kann man entscheiden, ob ich jetzt auf Facebook gehe oder nicht, ohne Facebook ausprobiert zu haben? Ob ich entscheiden kann, auf Facebook nicht zu gehen, auch wenn ich Facebook nicht ausprobiert habe. Ja. Ja, genau. Naja, ich kann es anhand eines anderen Profils zeigen. Also ich könnte das schon erklären, was dort mich erwartet, ja. Also anhand von meinem Profil, dass man die Seiten sich anschaut und dass man sich vielleicht ein Profil anschaut, also von der inneren Sicht, ja, also was das Ganze ist. Und dass man so eher theoretisch das Ganze durchleuchtet, ohne selbst aktiv zu werden. Ich denke schon, es ist machbar. Und also ich sehe das eher so, also ob das für meine berufliche Karriere, will ich jetzt nicht sagen, aber für meinen Berufsbezug relevant ist oder nicht, das kann ich schon entscheiden, glaube ich, von Facebook her. Ob jetzt die Art und Weise, wie dort kommuniziert wird und die Art, also die Menschen, die ich dort finden werde, die dann mit mir sich vernetzen. Und daraufhin dann die Entscheidung basieren lassen. Okay, dann sage ich mal Dankeschön. Gibt es von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch Fragen an die Meral? Gerne auch per E-Mail, per Twitter, per Facebook. Da ist noch eine Frage. Frage vom Quotenmann. Wie gesagt, unser Projekt ist ja auch mit italienischen Partnerinnen und wir haben auch oft das Problem mit der Sprache, dass man sagt, okay, momentan ist halt der Großteil auf Deutsch. Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze auch gleich eventuell mit Übersetzung machen zu lassen oder eben solche, so wie Blogs oder so weiter, auf Italienisch auch? Dass man sagt, okay, da kann man gut zusammenarbeiten, wo auch die Sprache nicht unbedingt so die Barriere ist. Oh, da wird David vielleicht eher die Erfahrung haben, weil mit Mehrsprachigkeit, also übersetzen gleich in Italienisch kenne ich nicht. Ich kenne nur die Übersetzungstools, die ja nicht sehr verlässlich sind. Also mit Türkisch kann ich zumindest sagen, dass die dann eher Unsinn rausgeben als was Brauchbares. Und als gemeinsame Sprache Englisch zu einzusetzen, kommt eher nicht in Frage, oder dort ist es nicht sehr nicht verbreitet. In Frage, weil einerseits auch die Österreicherinnen nicht wirklich so gut Deutsch können und es dann doch dann wieder Verständigungsschwierigkeiten gibt. Englisch, ja. Genau. Ja. Okay, aber vielleicht findet man da irgendwas. Ja, da muss ich leider passen. Also falls irgendjemand so ein Tool kennen sollte, bitte gern weitermelden. Also der Google Translator, glaube ich, ist eine gute kostenlose Variante und oft wirklich erstaunlich. Aber ich glaube, eine große Herausforderung wäre schon, auch solche Live-Online-Konferenzen zweisprachig zu machen. Ich meine, klar, man könnte die Übersetzung im Chat dann laufen lassen, aber ja, wäre spannend, das mal zu probieren, ob das sinnvoll ist. Ja, gut. Ich gebe euch gleich die zwei Termine, nächste Veranstaltung. Sehr gut, Digitalks. Genau. Sektor 5 ist ein Coworking Space, oder? Ja. Auch was sehr gut ist für die berufliche Vernetzung. Termin anschauen. Genau, Coworking Space in Wien und sowie Coworking Spaces in Salzburg. Ja. Und der Termin ist der 25. 6. Wer in Wien ist. Den Livestream weiß ich nicht, ob wir jetzt schon Livestream haben werden bei diesem nächsten Termin. Aber den versuchen wir auch immer wieder anzubieten, dass er live gestreamt und dann aufgezeichnet ist. Ja, ich glaube, Yvonne, wir müssen auch auf jeden. Wir weisen auch gerne hin für einen weiteren Termin. Ich möchte mich nochmal bei Meral bedanken für den tollen Input und für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute fleißig mitdiskutiert haben. Von meiner Seite, ich finde, es war ein guter Start für den Donne Online Corner. Ich hoffe, dass der nächste auch wieder so ist. Also unser nächster, der zweite Donne Online Corner, ist am 12. Juni, ebenfalls von 9 bis 10 Uhr, wieder unter der gleichen Adresse abrufbar.
Und unsere vortragende Inputgeberin ist die Gabi Fitzmoser, die ja heute den ersten Online-Corner auch mitverfolgt hat. Gabi, möchtest du vielleicht bitte kurz sagen, was du uns dann am 12.06. berichten oder lernen wirst? Ja, ich denke, ich werde bei der Meral anschließen und eher dann aus der Praxis, also aus meiner persönlichen Praxis und meinen persönlichen Erfahrungen dann berichten. Also wie gehe ich jetzt eben mit Facebook ganz konkret um zum Beispiel? Oder wie setze ich Twitter ganz konkret ein? Wie kann ich es eben zum Netzwerken benutzen? Okay. Ja, wir hören Sie. Ja? Mhm. Aber ihr hört mich nicht. Doch, ich höre Sie schon. Das kann manchmal passieren. Ist mir vorhin auch passiert, dass es irgendwo abreißt. Aber wir hören. Gabi, beende deinen Satz. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr alles von mir gehört habt und was nicht. Alles, ja, aber wie gesagt, alles. Es geht hauptsächlich um die Praxis. Aber ihr könnt jetzt noch Wünsche äußern. Sehr gut. Ja. Fein. Ja. Yvonne? Also ich habe jetzt leider nichts verstanden, aber ich. Ja. Ja, doch, aber wir haben, okay. Wir haben gehört. Gut, ja, dann möchte ich mich bei allen verabschieden und hoffe, dass wir uns am 12.06. 9 bis 10 Uhr wiedersehen. Danke für eure rege Diskussion und bis einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Ja, bitte ich danke auch. Wünsche auch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ciao.